Diese Woche habe ich beim Frühstück gelesen, dass wir jetzt doch Zypern retten. Da habe ich vor Lachen meiner lieben dicken Frau Renate eine ganze Tasse heißen Kaffee in die Fresse gepustet. Wir retten das Schwarzgeld von russischen Kriminellen. Natürlich machen wir das. Und natürlich fragt uns auch diesmal wieder keine Sau, ob wir das eigentlich wollen. Die Engländer, die dürfen demnächst abstimmen, ob sie bei dieser Art Europa noch mitmachen wollen. Ich darf das nicht. Warum eigentlich nicht? Traut ihr mir das nicht zu? Bin ich dümmer als ein Engländer? Oder hässlicher? Das geht doch gar nicht. Dieses Europa ist genau wie meine Familie. Papa zahlt alles und darf ansonsten schön die Schnauze halten. Und dann wundern sich die Politiker, dass man keinen Bock mehr hat auf Familie, auf Europa. Jeder kann Widerstand leisten. Ich sage, bevor die Schweine das Trinkwasser unbezahlbar machen, sauf ich noch so viel ich kann. Und euch Scheißbürokraten in Brüssel sage ich...